Wir melden uns direkt aus der Kabine des WSV. Exklusive Nachrichten nur für euch hier bei WSV TV. Ganz exklusiv. Unser Chefcoach Stefan Vollmerhausen hat seinen Vertrag verlängert bis 2018. Und neben mir steht Stevie. Ja, war das jetzt ein klares Liebesbekenntnis für den WSV? Na, ich glaube, das Liebesbekenntnis zum WSV, das liegt schon ein paar Jahrzehnte zurück. Wie ist das jetzt für dich? Wie hast du reagiert, als du die Nachricht bekommen hast, der Verein möchte den Vertrag verlängern? Ja, ich denke schon, dass es ein Vertrauensbeweis vom Verein ist, aber auch, ich denke mal, irgendwo eine Wertschätzung meiner Arbeit hier im Verein, die ja jetzt auch schon seit über 3 Jahren andauert. Und ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind und dass es das richtige Zeichen ist. Was nimmt man sich jetzt vor für diese Zeit? Ja, ich muss sagen, also dass jetzt gerade die ersten Monate mir eine Menge Spaß gemacht haben, dass man auch, glaube ich, schon Früchte unserer Arbeit sieht, dass man über, ja, in vielen Momenten sicherlich in der jungen Saison schon gesehen hat, was wir für einen Fußball spielen wollen, auch was wir für einen Fußball spielen können. Einige Momente haben allerdings auch gezeigt, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben, um ja, das dann zu erreichen, was wir uns als Spielphilosophie, als Gesicht der Mannschaft auch vorgenommen haben. Und da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Du bist jetzt genau 80 Tage im Amt, hast auch klare Vorstellungen als Trainer. Was ist bisher gut gelaufen und woran willst du jetzt noch arbeiten? Na, ich glaube schon, dass wir der Mannschaft in den 80 Tagen eine Mentalität, ne, vorgelebt haben und auch irgendwo auf eine Art und Weise eingetrichtert haben, die auf dem Platz, ich glaube, für alle sichtbar ist. Ja, wir haben gezeigt in der noch jungen Saison, was wir für den Fußball spielen können. Wir haben gezeigt, dass wir eine Moral in der Mannschaft haben, dass wir Spiele drehen können. Wir haben auch schon gemerkt, was passiert, wenn man diese Sachen nicht zu 100% in die Waagschale schmeißt, wie man so im Fußballjargon gerne sagt. Und ja, es war schon, obwohl es nur 7 Spiele waren, eine Menge dabei. Aber wir haben schon dann auch in der Analyse immer den Eindruck, dass wir von Spiel zu Spiel aufgrund der Erfahrungen, die junge Mannschaft da auch sammelt, Schritt für Schritt weiterkommen. Du bist ja auch ein Wuppertaler durch und durch, ein Rot-Blauer, ein Fußballverrückter, würde ich auch fast sagen. Was bedeutet jetzt diese Vertragsverlängerung für den Menschen, Stefan Vollmerhausen? Naja gut, okay, was soll das für mich bedeuten als Mensch? Also ich glaube nicht, dass das jetzt mich als Mensch großartig verändert. Ich weiß, dass man auf Kontinuität setzt, dass man mir vertraut. Und das ist sicherlich ein gutes Gefühl, gerade hier in Wuppertal auf dem Trainerstuhl. Aber ansonsten als Mensch wird mich das nicht verändern. Also ich werde da schon der Gleiche bleiben. Wir freuen uns drauf. Stefan Vollmerhausen, also Chefcoach, Vertrag verlängert bis 2018. Ja, ich denke, wir haben gesagt, dass wir nach den ersten 5 Spielen uns mal Gedanken machen und das alles mal, ja, letztendlich Revue passieren lassen. Und nach den 5 Spielen war für uns eigentlich relativ schnell klar, dass wir so weiterarbeiten wollen. Und dementsprechend habe ich den Vorstand darauf hingewiesen, dass wir das Ziel auch weiter verfolgen sollen, langfristig mit jemand zu arbeiten. Und der Vorstand hatte den Plan eh schon und so haben wir das dann relativ schnell auch in die Tat umgesetzt. Ist das ein ungewöhnlicher Zeitpunkt? Sicherlich, es ist relativ früh, aber wenn man einen Plan hat und den verfolgen möchte, dann glaube ich, gibt es auch so einen früher Zeitpunkt ist dann der richtige. Was kann das jetzt für positive Auswirkungen haben auf die Mannschaft, auf den gesamten Verein? Ich glaube, die Mannschaft weiß jetzt, wer hier der Chef ist. Die wissen ganz genau, dass Stefan das die nächsten 2,5 Jahre hier weiter plant und ja, und können Stefan letztendlich jeden Tag im Training zeigen, dass sie hier weiter Teil davon bleiben wollen. Ja, das ist ja jetzt eine notwendige Konsequenz gewesen. Wir haben ja gesagt, wir kommen jetzt in die nächste Phase, die wird ja 3 Jahre dauern. Und da müssen jetzt die wesentlichen Bausteine jetzt gesichert werden. Das gilt im sportlichen Bereich genauso wie in der Verwaltung. Und deswegen war das jetzt eines der Mosaiksteine, die wir jetzt schließen wollten, weil die nächsten 3 Jahre müssen relativ stabil laufen. Warum ist Stefan Vollmerhausen der richtige Trainer? Ja, da komme ich zu meinem Lieblingsbeispiel Heidenheim. Der Trainer von Heidenheim ist ja 200 Meter vom Stadion weggeboren und war die letzten 10 Jahre bei Heidenheim und hat da 4 Aufstiege geschafft. Und das ist halt einmal das Zeichen jetzt mit Wuppertaler verbundenen Leuten hier zu agieren und die halt eine relativ hohe Identifikation zur Stadt und zum Verein haben. Wir hatten beim WSV viele Trainer die letzten Jahre. Warum setzt man jetzt in dieser Form so ein eindeutiges und klares Zeichen? Ja, das ist ja das, wo wir eigentlich auch hin wollten. Aber wir haben eben auch gesagt, dass die erste Phase nach 2 Jahren der Zäsur
erfahren wird und wir das alles auf den Prüfstand stellen. Und das haben wir jetzt gemacht und die Konsequenz sind diese Ergebnisse, die wir jetzt angeschoben haben. Und da muss jetzt die Kontinuität her. Wir mussten ja die ersten 2 Jahre auch relativ viel probieren. Erstmal ein bisschen austesten, was überhaupt geht und wo die Grenzen der Entwicklung sind und was wir unbedingt abstellen müssen. Das war jetzt doch ein klares Zeichen für Wuppertal, für den WSV. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben gesagt, dass wir ein Konzept verfolgen. Ja, wir gucken ja nicht in kurzen Episoden und eigentlich hätte man schlussendlich den Vertrag auch direkt auf 2 Jahre mindestens konzipieren können. Das wird einfach unserer Denkweise gerecht und deswegen ist es auch für uns eine sehr gute Geschichte, dass Stefan sich jetzt in der Form auch zum WSV bekannt hat. Warum jetzt zu diesem Zeitpunkt? Ja gut, weil wir einfach da Ruhe haben wollen. Also ich habe ja gesagt, wir hätten auch direkt auf 2 Jahre den Vertrag abschließen können. Von der Qualität Stefans müssen wir gar nicht diskutieren, das wussten wir immer. Er wird in der Lage sein, den WSV auch nach vorne zu bringen. Man muss sich ja nur mal ansehen, wie viel Einsatzzeiten jetzt schon die jungen Spieler hatten. Und das ist auch das, was wir wollten. Und deswegen ist es schlussendlich für uns ganz klar, die Baustelle einfach zu schließen. Das heißt, das Jugendkonzept kann jetzt so weiterverfolgt werden? Es wird ja schon so weiterverfolgt und da sehen wir ja auch große Erfolge, das ist auf jeden Fall ersichtlich. Und von daher war das für uns schlussendlich logisch, dass wir es tun. Und man muss ja auch mal ganz klar sehen, wir hätten es sicherlich mit einem fremden Trainer nicht getan. Ja, Stefan ist ja jetzt schon länger beim WSV und auch sehr erfolgreich beim WSV. Und von daher war das schlussendlich nur eine Konsequenz. Jetzt eine Frage zum Finanziellen, Herr Stücker. Wie schafft der WSV, sich das jetzt zu leisten? Ja gut, auch da haben wir natürlich ganz klar gesehen, welche hohe Identifikation Stefan zum WSV lebt. Also wir hatten ja natürlich hier relativ leichte Vertragsverhandlungen. Wir haben hier viele Variablen im Vertrag, von daher ist er leistungsbezogen. Also von daher ist das auch kein großer Sprung, den wir jetzt gehen mussten. Zukunftsorientiert sehen wir das natürlich anders, wenn wir mal irgendwann in einer anderen Liga spielen sollten. Und dann hat Stefan sicherlich auch ganz klar das Vertrauen verdient, dass wir das dann auch da wieder angleichen werden.